Taufe, Eucharistie, Firmung, Beichte, Ehe, Weihe und Krankensalbung. Etappen im Glaubensleben, sichtbare Zeichen für ein tieferes Geschehen. Ein Kind kommt zur Welt, ein großartiges Wunder für die Eltern, die es umsorgen und beschützen. Mit der Taufe wollen sie es unter den Schutz Gottes stellen und öffnen ihrem Kind damit gleichzeitig das Tor hinein in eine besondere Christusbeziehung, wie es die Theologin Gerda Riedl beschreibt. Die Taufe darf im Notfall jeder spenden, sogar ein Ungetaufter. Wichtig ist, wie bei jedem Sakrament, die Intention, also die Absicht des Spenders, die richtige Spendeformel und die Materie. Wenn man zum Beispiel das Taufsakrament nimmt, muss man also diese Spendeformel verwenden. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, also diese trinitarische Formel. Und als Materie ist Wasser zu verwenden. Eine andere Flüssigkeit kann das Wasser nicht ersetzen. Mit der Erstkommunion im Alter von etwa 9 Jahren kommen Kinder Gott noch ein Stückchen näher. Sie empfangen zum ersten Mal den Leib Christi. Die Eucharistie erinnert an das letzte Abendmahl Jesu und gilt als das Sakrament der Sakramente, weil man dadurch regelmäßig bei jeder heiligen Messe seine Beziehung zu Gott erneuern kann. Drei bis fünf Jahre nach der Erstkommunion können sich Jugendliche firmen lassen. Hier geht es um die Kraft des Heiligen Geistes, die Orientierung schenken soll. Firmare heißt stärken, festigen, eine Bestätigung und Vollendung der Taufe. Die Firmung dürfen in der Regel nur Bischöfe oder Äbte spenden. Die jungen Menschen brauchen heute vielleicht die Firmung sogar noch dringender als Opa und Oma, weil die Welt, in die hinein wir sie schicken, unübersichtlicher, schwieriger, gefährlicher geworden ist, als das in den früheren Zeiten der Fall war. Und deshalb brauchen junge Menschen heute mehr Überblick, Orientierung, damit sie ihr Leben gestalten können und damit dieses Leben gelingt. Deshalb bitten wir bei der Firmung so dringend um den Heiligen Geist und seine Gaben, um Weisheit, um Mut und auch um diese heute vielleicht immer noch wichtiger werdende Gabe der Fähigkeit der Unterscheidung der Geister. Taufe, Firmung und Eucharistie, in dieser Reihenfolge werden sie bei der Erwachsenentaufe gespendet, sind die sogenannten Initiationssakramente. Damit ist man sozusagen vollgültiger Christ. Dass es in der katholischen Kirche genau 7 Sakramente gibt, wurde im 13. Jahrhundert festgelegt. Doch warum und wie sind sie überhaupt entstanden? Wir gehen bei allen 7 Sakramenten, die wir in der katholischen Kirche haben, davon aus, dass sie von Jesus Christus eingesetzt sind. Das heißt, sie sind rückführbar auf das Handeln, auf die Botschaft, auf bestimmte Worte Jesu. Und für jedes einzelne Sakrament gibt es deswegen eben auch eine bestimmte Bibelstelle, die wir da als Einsetzung betrachten. Was bedeutet das? Es heißt, dass wir eben in diesen Sakramenten ganz eng mit Christus verbunden sind und auf diese Weise Hilfen und Unterstützung erhalten, wie wir ein Leben in der Nachfolge Christi tatsächlich gelingend feiern und leben können und auf diese Weise tatsächlich auch in diese Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott dann am Ende unseres Lebens kommen können. Taufe, Firmung und Weihsakrament gelten als unauslöschlich und können nur einmal empfangen werden. Andere Sakramente begegnen uns regelmäßig, wie die Eucharistie oder in besonderen Situationen. Ältere, kranke Menschen, die nicht mehr zur Messe kommen können, besucht der Priester zu Hause, bringt ihnen die Kommunion und spendet die Krankensalbung. Ich gehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er spürt, wie offen die Menschen in solchen Situationen für das Wirken Gottes sind. Der altmodische Begriff letzte Ölung ist eher irreführend. Es geht um einen Menschen in einer ernsthaften Krankheit und es ist nicht sozusagen das Todesurteil, sondern die Kraftquelle fürs Gesundwerden. Und das dürfen wir auch öfters erleben, dass durch die Krankensalbung eigentlich der Kranke auch wieder neue Kraft und Mut und Heil auch erfährt. Und natürlich auch im Sterben ist es dann ein anderes Heilwerden, nämlich ein Heilwerden an der Seele. Und für manche ist es dann auch die Krankensalbung eine Kraftquelle fürs Sterben, dass sie Ja sagen können, auch die Angehörigen, zu diesem Weg, der da vor ihnen liegt. Wiedersehen, Herr Pfarrer. Danke Ihnen.
Sakramente der Heilung, wenn Körper oder Seele aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Neben der Krankensalbung gehört dazu auch die Beichte, das Sakrament der Versöhnung, wie es heute oft heißt, wenn eine Kurskorrektur nötig ist im Leben und man sich mit Gott und den Mitmenschen versöhnen will. Sich prüfen, Klartext, denken und reden. Wie schaut es aus mit meinem Tun und Lassen, mit meinen Motiven und meinen Zielen? Bedarf ich der Umkehr? Muss ich Gott um Vergebung bitten? Und immer darum wissen, Gott ist barmherzig, Gott vergibt, Gott lässt mich neu anfangen. Wir dürfen aufatmen und er möchte, dass wir zum Glück kommen, dass wir ein gutes Leben führen. Ein Leben lang zueinander stehen, füreinander da sein. Das Ehesakrament spenden sich die Brautleute gegenseitig vor Gott. Der Priester segnet diesen Bund. Die Unauflöslichkeit der Ehe, ein gewaltiges Versprechen, das sich Mann und Frau geben. Beim alljährlichen Tag der Ehejubilare während der Augsburger Ulrichswoche sieht und erfährt man, wie das gelingt. Treue und Verantwortung in Ehe und Familie sind aus christlicher Sicht auch ein Dienst an der Gemeinschaft. Ähnlich und doch ganz anders ist der Dienst, den der Priester ausübt. Das Sakrament der Weihe hat drei Stufen, die Diakonen-, Priester- und Bischofsweihe. Als Nachfolger der Apostel sind nur geweihte Priester dazu befähigt, die Eucharistie gültig zu feiern. Dieses Verständnis des Priestertums ist auch der Grund, weshalb für Katholiken eine gemeinsame Eucharistiefeier mit evangelischen Christen, für die nur Taufe und Abendmahlsakramente sind, derzeit nicht möglich ist. Ein katholischer Priester ist Seelsorger, Leiter einer Pfarrei, doch vor allem Mittelsmann nach oben, gerade wenn und weil er Sakramente spendet. Es ist wirklich die Mitte des priesterlichen Dienstes und einfach eine Gnade, in persona Christi am Altar stehen zu dürfen, diese Worte sprechen zu dürfen und zu wissen, was für einen großartigen Dienst ich in dem Augenblick ausüben darf. Nicht aufgrund eigener Würdigkeit, aufgrund des eigenen Verdienstes, sondern eben als geweihter Priester. Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Ehe, Weihe, Krankensalbung. Sakramente begleiten Katholiken durchs Leben. Doch die Frage ist, wie wirken sie? Schenken sie Heil auch ohne eigenes Dazutun oder sind sie eher eine moralische Verpflichtung, die man eingeht? Das Leben als Christ ist eigentlich ein Leben, das einer Reise auf einer Autobahn gleicht. Gut ausgeschildert, gut asphaltiert und eben auch mit Raststationen. Die Sakramente sind solche Raststationen, die tatsächlich da sind. Das heißt, wenn mir ein Sakrament gespendet wird, ist auch die Gnade, die dieses Sakrament beinhaltet, dieser Rückenwind Gottes, tatsächlich da. Aber ob ich das jetzt in Anspruch nehme, ob ich mich dem öffne, ob ich die Möglichkeiten ausnütze, die damit verbunden sind, das hängt von mir ab. Das Wort Sakrament bedeutet übrigens Geheimnis und heißt nicht umsonst so. Was genau passiert, das kann man nicht rational erklären. Auf die Gnadenwirkung der Sakramente kann man nur vertrauen.